Ach, jetzt hat er hier oben wieder, fängt er an wieder zu besetzen. Wo kommen wir denn da hin? Augsburg ist durch. Das heißt, auch dich werden wir einfach so rausnehmen. So, und jetzt gilt es dann, wen haben wir noch? Württemberg, Nürnberg und Würzburg. Wieso ist... Achso, doch, Würzburg. Nee, passt schon. Württemberg. Württemberg ist hier drüben. Geht Handel übertragen nicht mehr auf diplomatische Beziehungen? Du meinst, dass die uns dann weniger gut gesonnen sind? Das kann schon sein. Das ist mir aber ehrlich gesagt bei denen doch egal, bei den Kleinen hier. Da ist es mir wurscht. Vor allem bekommen wir einiges an Geld hoffentlich durch die ganzen Kriegsreparationen und Handelssachen. Gut, und jetzt haben wir noch übrig Würzburg und Nürnberg. Und ich würde jetzt beide gerne nehmen. Und haben dann ganz viel aggressive Expansion. Sollen wir es riskieren? Das ist zu viel, oder? Ich nehme mal nur eins. Nur Bamberg, damit wir Zugang nach Bayern haben. Natürlich, Kadra, dass du das sagst, dass ich das nehmen soll, ist mir bewusst, weil du mich nur in den Abgrund schicken willst, oder? Das Problem ist, der eigentliche Grund ist so, wie wir hier oben Bamberg den Krieg erklärt haben, war ja, weil wir Bayern wollten. Komplett. Und wenn ich jetzt dann gleich Bayern den Krieg erkläre, dann wird ja die aggressive Expansion nochmal heftig. Oder wir riskieren es einfach und sagen Scheiß drauf. Aber da ist dann wahrscheinlich so einer wie Frankreich oder so, wird dann auch mit dabei sein, oder? Ja, minus 4. Wir schauen nochmal, wer hier dann mit dabei wäre. Ich finde das schon ein bisschen übertrieben. Österreich, Mähren, Bayern. Bayern ist sowieso dann weg. Nürnberg, Böhmen, Polen. Polen ist auch weg. Augsburg, Memmingen, Ravensburg, Ulm, Salzburg, Kleve, Würzburg, Sachsen, Lübeck, Nassau. Lauter so kleine Nationen sind das. Dänemark ist noch eine der größeren. Aber kein Frankreich oder so. Wir brauchen aber Nürnberg für die Gründung Deutschlands, Mr. Arrows und Kadra. Ich brauche ja Nürnberg für die Gründung Deutschlands. Das ist ja die Kacke. Also über kurz oder lang muss ich es nehmen und ich habe es extra angetickt, damit es eben nicht so dramatisch ist. Ist der Eroberungskasus Belli nicht der gleiche, wie wenn ich das hier anticke? Für Nürnberger Würste. Ich dachte eigentlich... Ah, okay, das ist nicht der Fall. Ah, okay, dann müssen wir es separat einfach holen, ne? Dann holen wir es uns separat. Verstehe ich. Ich dachte, wenn ich das hier als Bündnispartner anticke, den Kollegen hier, dann ist es das gleiche wie hier oben. Aber dem ist offenbar nicht so. Also hier haben wir ja gar nichts. Dann holen wir uns Bayern. Die sind jetzt dann weg, deswegen gibt es hier nichts. Und 15 Gold. Doch, ich habe eigentlich bei Nürnberg habe ich den Haken reingesetzt. Eben weil ich Nürnberg mitnehmen wollte. Das ist ja der Punkt. Wie viel Entwicklung der hat? 33. Bamberg hat 7.
Also wahrscheinlich durch die hohe Entwicklung dann, oder? Ah, okay. Das heißt, dann ist es aber schon so, wenn ich den anticke beim Krieg als Bündnispartner, Nürnberg in dem Fall, dann hat es die gleichen Auswirkungen, wie wenn ich ihm direkt mit einem Kriegsgrund den Krieg erklärt hätte. Richtig? Also eigentlich hätte ich hier nicht großartige Auswirkungen auf die aggressive Expansion, wenn er nicht so eine hohe Entwicklung hätte. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber dann wird mir das später ja sowieso auch wieder blühen. Nee, wir nehmen uns Nürnberg jetzt nicht. Ich hole mir Bayern. Und Nürnberg erst später dann. In dem separaten Krieg dann. So machen wir es. Das heißt, ich nehme Nürnberg jetzt einfach mal so raus. Später hast du Admin-Effizienz, dann zwickt das nicht mehr. Jetzt habe ich später Admin-Effizienz. Ist das das hier? Nee, Absolutismus. Was habe ich? Admin-Effizienz? Also wir werden mal mit Nürnberg verhandeln. Zwar holen wir uns auch hier wieder ein bisschen Geld, ein bisschen Kohle. Und dann haben wir ja trotzdem den Zugang nach Bayern. So, Bamberg kommt zu uns. Österreich, Polen sind sauer, 15 Gold. Ah, doch, Absolutismus dann. Ja, genau, das habe ich gemeint. Okay. Ja, wir müssen ja sowieso noch länger spielen, weil ich ja auch die Tech-Stufe 20 brauche, bis ich Deutschland überhaupt gründen kann. So, wir sind hier durch. Dann würde ich sagen, ich lasse hier gleich mal die 13 hier oben stehen. Euch stellen wir vielleicht hier rein. Dann können wir direkt nach Straubing marschieren, wenn wir Bayern den Krieg erklären. Schweden, Militärzugang gegen Savoyen, ist hier immer noch. Er hält sich aber wacker, 49%. Okay, nee, ist klar, aber das Absolutismus wirkt ja auf die Admin-Effizienz. Das habe ich gemeint hier. So wie du das beschrieben hast. Genau, erzeugt Admin-Effizienz dann, ja. So war das gemeint. 33 hier oben. Wir schauen mal, ob wir eventuell dann, dass Sachsen jetzt wieder mitkommt, wenn wir Bayern den Krieg erklären. Anspruch. Oberpfalz! So. Wer kommt mit? Augsburg und Ravensburg kommt gerade mit. Da können wir ja blind reinlaufen jetzt. Augsburg und Ravensburg hier unten. Unrechtmäßiges Land zurückfordern. Oh, jetzt hätte ich fast auf Akzeptieren geklickt. Stimmt, dieser Mod-Chat hier ist echt furchtbar. Ganz furchtbar. Da trauen sich die anderen nichts mehr sagen, wenn der Mod redet. Außer der Nightbot, dem ist es egal. Dem ist es egal. So, wir haben leider keine Punkte jetzt hier zum Koren. Wir brauchen 28. Die sind aber bald da. Wir haben aktuell plus 5. Wir haben auch ein bisschen Geld jetzt. Ist ja fantastisch. Ich würde noch ein bisschen was bauen gern. Weil ich das immer etwas vernachlässige. Plus 7. Lohnt sich ja überhaupt nicht. Plus 39 in Uckermark. Gut. Und auf was warte ich jetzt? Ah, nee, passt schon. Die sind schon hier oben, die Truppen. Das heißt, wir können gleich jetzt noch Bayern den Krieg erklären. Und wir brauchen von Bayern wir brauchen nur München hier unten. Wobei München wahrscheinlich schweineteuer wird. Aber wir müssen hier durch, ne? Das heißt, wir müssen mindestens 1, 2, 3, 4 Provinzen nehmen. Da können wir auch gleich komplett Bayern einnehmen.
Und Augsburg ticke ich auch mal an. Eventuell, die haben noch Sachsen mit dabei, aber Sachsen wird ja nicht mit reinkommen jetzt. Und selbst wenn, dann werden die einfach wieder gnadenlos überrannt. Okay, Bayern wird der Krieg erklärt. Die arme Bayern. Ich tue das wirklich sehr ungern jetzt. Wer war das? Augsburg. Sie können sich einem Krieg gegen ein Land, mit dem sie einen Waffenstillstand haben, nicht anschließen. Ach so, die sind jetzt nicht dabei, weil die vorhin schon mit dabei waren. Na gut. Dann hat sich das schon erledigt. Lightbot ist auch Mut, stimmt. Das stimmt. Okay. Hereinspaziert, meine Damen und Herren. Hereinspaziert in die Oberpfalz. Hier kommen wir nicht rein. Hier komme ich nicht runter. Na gut. Mähren überträgt nicht länger Handel an uns. Augsburg muss erst zurücklaufen. Sind hier mitten in Bayern. Straubing wird von Preußen besetzt. Oh mein Gott. Auch ein Satz, den ich nie gewagt hätte zu sagen. So, jetzt kommen hier 17.000 von Österreich zurück. Oh, wo haben wir denn Rebellen? Stralsund immer noch hier oben. Da ist immer noch die Hölle los, Mensch. Wegen der Neuerfassung der Rekrutierung. Wie lange dauert das denn? 2 Jahre noch. Da können wir in der Zwischenzeit mal hier die Leute hier reinstellen. Weil wir die hier unten sowieso nicht brauchen. Und vielleicht können wir dann schön die Rebellen unterdrücken. 21% schon bei der Oberpfalz. Das ging schnell. Wieso auch immer. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir können uns komplett Bayern nehmen. Aber ich glaube fast nicht, ne? Es wird wahrscheinlich, wisst ihr was, aber das ist mir egal. Wir werden das trotzdem nehmen. Wenn wir schon Bayern dann angreifen, wieso komme ich denn nicht nach? Ach, das ist Memmingen. Wir müssen ja nach Ravensburg hier. Oh mein Gott. Wir müssen ja nach Ravensburg. Boah, da kannst du aber auch mit den 17 hier reinlaufen. Oh, wer läuft denn hier oben rum? 7.000, 8.000. Jetzt pass mal auf. 17.000. Ah, unser Anführer ist gestorben, deswegen. Wie heißt der? Wilhelm Schnitten? August Wilhelm Schnittern heißt er. Geh mal mit den 17 hier hoch. Und mit den 29 nach Ravensburg. Anatomiesaal. Tadel und schränkt die Ärzte ein. Minus 1 Innovationsfähigkeit oder lokale Unruhe plus 5. Oder plus 1 Innovationsfähigkeit. Minus 10 Prestige und lokale Unruhe. Ich nehme mal das hier, weil das toll ist. So. Ja, wir halten euch mal im Auge, da flüchtet er wieder, kann ich euch nachlaufen. Wisst ihr was, ich bleibe erstmal hier stehen, ich will jetzt hier nicht unbedingt kämpfen. Ich würde gern hier noch einen Anführer reinsetzen. Weil die jetzt hier runterlaufen. Und bring mal die 14 hier rein, nur falls er meint, er muss jetzt hier die 14 angreifen. Militärzugang aus dem Osmanischen Reich, da werde ich gepflegt ablehnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der wächst und wächst und wächst. Der Osmane wächst und wächst und wächst. Läuft er wieder hier hoch? Na gut, 14% sollte eine sichere Sache sein. Wir fangen hier unten mit 7% an, wieso das denn?
Ich fange hier unten mit 7% an. Hey, Seth Game, was traue ich mir denn mit meiner Überschrift? Verstehe ich nicht. Und Kadra ist der Follower Nummer 21. Da sieht man, wo sieht man das denn? Wo sehe ich denn, welche Follower-Nummer ich habe? Staatsehe aus Russland. Natürlich. So, er läuft hier drüben rum. Wir können ja auch mal hier rüberlaufen. Hey, wisst ihr was? Wir bleiben hier, weil sobald wir Frieden schließen, komme ich wieder nicht mehr zurück. Das ist blöd. Das will ja keiner. Dass du als Bayer einen Preis spielst. Ja, das machen wir halt mal nicht, ne? Das ist gegen die wieder der Natur quasi. Belagerung von München ist durch und Ravensburg auch. Wer fehlt denn dann noch? Ach, Augsburg fehlt noch. Augsburg hier drüben. Die fehlen auch noch. Können wir vielleicht Ravensburg schon rausnehmen? Ich denke ja. Ich denke ja. Kriegsreparation. Kohle. Bayern, Frankreich. Geht leider nicht. Mag er nicht. Der Schurke. Na gut, dann soll es nicht sein. Und dann müssen wir noch auf Augsburg warten. Augsburg brauchen wir auch, oder? Augsburg brauchen wir doch auch für die... Yep. Da habe ich aber jetzt nichts angetickt. Ich komme aus Niederbayern, Sef. Und zwar aus dem tiefsten, tiefsten Niederbayern. Aus dem Bayerischen Wald. So, 14%. Wir können die anderen Truppen nach Hause schicken. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Wie es mit Bayern ausschaut. Ob wir das uns komplett nehmen können. So, wir haben immer noch hier Uckermark. 1,6 Uckermark. Ah, Uckermark war das Event, das wir hatten. In Vizna und Warschau wieder mal. Warschau haben wir 7,6 wegen Nationalismus. Nicht akzeptierte Kultur. Eventuell können wir schon wieder mal was machen mit der Kultur. Immer noch nicht. Schade. Böhmen hat mittlerweile nur noch ein Freiheitsstreben von 56% und minus 115. Das ist ja super. Wunderschön. Wunderschön. Wie das Wetter gerade bei mir ist, kann ich dir nicht sagen. Ich habe kein Fenster jetzt hier. Das Fenster ist hinter mir und der Rollo ist mittlerweile unten. Deswegen sehe ich nicht raus. Aber heute hat es geregnet bei uns. Und weiter noch im Süden, da gab es auch schon Überschwemmungen. So steht denn hier 43 plötzlich. Also das Wetter war nicht so schön. Wenigstens kein Frank. Böhmen ist ein Vasall von uns. Red bitte kein Hochdeutsch, bitte. Aber so ein Zinsschmerzen. Steht mir keiner dann. Also das Schlimmste ist jetzt schon vorbei mit dem Regen. Uns selber hat das jetzt nicht betroffen, bei uns in der Gegend, aber weiter südlich, da war es doch ein bisschen heftig.
So, wir haben hier 49 plus, er ist bei minus 28, das heißt, wir werden hier relativ schnell fertig werden. Technologie für Diplomatie, was ist denn die nächste hier bei der Idee? Freiheitsstreben untertan 15% weniger, das könnten wir momentan auch brauchen. Wäre auch nicht schlecht, aber wir müssen endlich mal wieder in die Technologie investieren hier. Wir sind immer noch hinten dran. Militärzugang aus Utrecht. Vielleicht. Ist der jetzt hier drüber rübergewachsen? Er ist immer noch mit Österreich im Krieg. 75%. Ah, ja. Also Augsburg separat. So, sämtliche Beziehungen aufgeben. Vor allem auch mit Kleve, weil Kleve müssen wir auch noch angreifen dann. Jetzt gib mir noch ein bisschen Geld, bitte. Wie kann man denn so knickerig sein? So, und jetzt gilt's. Bayern, was ist los mit dir? Was bekomme ich von dir? Ah, shit. Oh, hallo Fabian. Ich meine, unten, die fallen schon mal raus, die unten, die drei. Österreich ist mit dabei. Wenn wir das jetzt auch noch mitnehmen, ist schon wurscht. Bayern fällt raus. Österreich wäre drin. Ich zähle jetzt nur die Großen. Polen ist mittlerweile auch weg. Dänemark. Ja, das war's eigentlich. Ich würde es jetzt einfach machen. Ich würde das machen. Ich werde vorher speichern. Ihr kennt das ja. Ich würde es machen und dann jetzt gleich mal die Füße stillhalten erstmal. In der Hoffnung, dass die alle mit irgendwas anderem beschäftigt sind. Wie viele Armee? Wir haben aktuell 100.000 an Einheiten. Wir stehen geldmäßig auch ganz gut da, wenn ich die Einheiten zurückfahre, dass wir dann eventuell ein bisschen ansparen und uns dann noch Söldner holen. Also das ist auch schon mal gut. Und ja, als Verbündete haben wir hier die Russen und natürlich unsere zwei Vasallen, Schlesien und Böhmen und Hamburg. Aber der Russe ist halt der, der aktuell hier am besten für uns sorgt. Ich würde es jetzt einfach mal machen. Ist ja wurscht. Wir schaffen das schon. Ich speichere mal. Österreich ist vom Osmanen besetzt. Ja, aber die anderen können sich ja auch zusammenschließen, oder? Die anderen können sich ja quasi auch zusammenschließen zu einer Koalition. Ja, wir machen das schon. Soll ja auch ein bisschen was Aufregendes mit dabei sein. Ne? Sonst ist es ja langweilig. Sieh gerade, das geht gar nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten, weil wir natürlich komplett Bayern wollen. Oh, Moment, während er hier drüben belagert, ich gehe mal hier rüber. Bevor er hier wieder zurück neu belagert quasi. Fuigas! Fuigas, Uida. So, wir gehen wieder zurück, damit wir hier nicht eingesperrt werden.